Hallo und herzlich willkommen hier bei Kachelmann Wetter zum Ausblick auf die neue Wetterwoche. Ja, es tut sich was, das hatten wir in den vergangenen Videos schon gesehen, aber heute zeichnet sich doch ab, dass sich nach einem kurzen Luftmassengerangel zwischen warmer Luft nach Süden und kühlerer Luft im Norden dann wahrscheinlich doch die kühlere Luft durchsetzen wird und es könnte dann im Verlauf der nächsten Woche sogar richtig frisch für die Jahreszeit werden. Wir schauen zunächst nochmal auf die Niederschlagsbilanz der vergangenen drei Tage jetzt. Wir sehen die Ausbeute der Schauer, Gewitter und der Regenfälle gestern, die ja gestern doch teilweise mal recht flächig waren. Aber wir sehen, Legende beachten auf der Karte, diese blauen Regionen, wo nicht wirklich viel Regen gefallen ist. Zum einen sehen wir das so, ja, von Baden-Württemberg, Raum Stuttgart bis teilweise nach Franken rein. Da gibt es so eine Lücke, die sich aufgetan hat. Aber auch in Niedersachsen, so etwa so ein bisschen westlich von Hannover, sehen wir diese Lücke. Ja, oder beispielsweise auch in Teilen der Lausitz. Ja, es ist immer so, es gibt immer auch ein paar Regenverlierer bei so einer Wetterlage. Das war's mit dem Rückblick. Lars hat ja heute Morgen schon das Wochenendwetter mitgemacht. Ja, wir schauen mal, was sich nächste Woche tut. Wer sich erinnert an die vergangenen Videos, ja, wir haben es erstmal mit zwei Tiefdruckgebieten zu tun, die erstmal ausschlaggebend sind. Zum einen haben wir unseren Ex-Hurricane Daniel, der wird aber wohl gar nicht so ausschlaggebend für unser Wetter werden. Denn, wer sich an das Video gestern erinnert, wir haben noch ein weiteres Tiefdruckgebiet, so ein nordatlantisches Tief. Und das wird wohl viel mehr die Regie auch übernehmen. Also das heißt, der Hauptlauf des GFS-Wettermodells, der wird sich wohl eher durchsetzen, wer sich an das Video gestern Morgen erinnert, denn dieses Tiefdruckgebiet, das wird dann zunehmend ausschlaggebend im Verlauf der nächsten Woche für unser Wetter werden. Denn am Dienstag schickt dieses Tiefdruckgebiet dann wohl, nachdem uns am Montag noch das Hoch beschäftigt, eine Kaltfront langsam schon von Nordwesten nach Deutschland herein. Ja, und das heißt, diese Warmluft, dieser Warmluftvorstoß von dem Ex-Hurricane Daniel, der wird wahrscheinlich nur so gerade den Süden und Südwesten richtig erreichen. Das heißt, der Norden, der wird gar nicht in den Bereich dieser sehr warmen Luftmassen kommen. Schauen wir uns mal den Montag und den Dienstag an. Am Montag insgesamt, ja, trockenes Wetter und recht sonniges Wetter tagsüber. Nach ein paar Nebel- und Hochnebelfeldern tagsüber auch mal ein paar lockere Wolken, die dabei sind. Es kann sein, dass es so im Nordosten und Osten mal noch den einen oder anderen kurzen Schauer gibt. Überwiegend wird es aber doch verbreitet in Deutschland dann noch trocken bleiben. Die Temperaturen so am Rhein durchaus mal 25, vielleicht am Oberrhein auch mehr nachmittags. Ansonsten aber eher so 20 bis 23 oder 24 Grad. Wir sehen am Dienstag, die Kaltfront kommt nach Deutschland hereingezogen. Da geht es natürlich los. Die Wettermodelle sind ein bisschen unterschiedlich, wie weit die Kaltfront genau schon vor allem so Richtung Baden-Württemberg und Bayern vorankommt. Da könnte es aber auch im Tagesverlauf dann zunehmend wolkiger werden und auch mal ein paar Tropfen fallen. Allzu viel Regen deutet sich mit der Kaltfront nicht an. Hier und da sind aber mal ein paar Schauer oder Regenfälle dabei. Ja, Temperaturgegensätze dann entsprechend. Die sehr warme Luftmasse, vor allem im Süden noch, durchaus hier 25 Grad oder mehr. Entsprechend kühler ist es mit Kaltfrontpassage nach Norden. Eventuell sogar im Bereich der dichtesten Wolken. Dann auch am Nachmittag sogar nur knapp oder sogar etwas unter 20 Grad mal. Jetzt kommen wir zum weiteren Verlauf und da deutet sich an, ja, das Thema Luftmassengrenze wird wohl zumindest vorübergehend mal, beziehungsweise eine Luftmassengrenze wird vorübergehend wohl mal ein Thema werden. Wir sehen nämlich, dass diese Kaltfront dann in den Süden gar nicht weiter vorankommt und wahrscheinlich vorübergehend eventuell sogar noch mal etwas rückläufiger wird als Warmfront. Das heißt eben, dass dieser Ex-Hurricane Daniel auf dem Atlantik, der schiebt wahrscheinlich diese wärmere Luftmasse zumindest noch mal ein Stück weit nach Norden, versucht es zumindest, und dann stellt sich wohl eine Luftmassengrenze ein. Wir sehen, die Lage dieser Luftmassengrenze ist am Mittwoch unterschiedlich in den Wettermodellen. Das GFS-Wettermodell hat sie ziemlich weit südlich, da wirklich so gerade mal so Richtung Breisgau, Bodensee noch sommerliche Werte. Ansonsten weiter nördlich schon die eher etwas kühlere Luftmasse bzw. im Bereich der Luftmassengrenze, die ich hier jeweils so in etwa mal schwarz gestrichelt eingezeichnet habe. Da ist es kühler, weil am kühlsten, weil dort eben auch Regen fallen wird. Wir sehen, das ECMWF-Wettermodell hat die Luftmassengrenze doch recht deutlich weiter nördlich drin. Entsprechend natürlich die sommerlichen Werte von Südwesten auch etwas weiter nach Norden gerechnet. Da sind sogar 30 Grad am Oberrhein nochmal drin. Das sehen wir auch ganz gut an den Niederschlagsmengen. Klar, die unterschiedliche Lage der Luftmassengrenze, die am Mittwoch noch nicht sicher ist. Das ECMWF weiter nördlich, das GFS-Wettermodell weiter südlich. Die meisten Wettermodelle tendieren aber eher Richtung GFS-Wettermodell, dass die Luftmassengrenze nicht so weit nördlich liegen wird. Wir sehen, durchaus kräftige Regenfälle sind dann vor allem rund um den Mittwoch an dieser Luftmassengrenze dann mal möglich.
Wir sehen also, ab Mittwoch ist schon ein Knackpunkt. Das ist natürlich so ein Gerangel mit der Luftmassengrenze im weiteren Verlauf, aber tendieren doch die Modelle wieder recht einheitlich dahin, dass sich die kühlere Luftmasse wohl auch bis in den Süden bzw. zu den Alpen durchsetzen wird. Denn es wird damit gerechnet, dass sich der Schwerpunkt des hohen Luftdrucks eher weiter nordwestlich von uns aufbauen wird, allmählich Richtung britische Inseln, Richtung Island. Ja, und damit würde sich eben allmählich bei uns immer kühlere Luft aus dem hohen Norden bzw. aus dem Nordwesten durchsetzen. Da könnte es eine recht kühle Wetterlage geben. Wir schauen mal ein bisschen so Richtung nächstes bzw. übernächstes Wochenende. Das ist jetzt hier mal das Mittel aus dem ECMWF-Wettermodell aus 50 Lösungen. Und häufig gibt es auch für diesen Zeitraum so gar nicht groß was zu erkennen. Da sind die Signale so ein bisschen verschwommen für den Luftdruck. Wir erkennen aber jetzt doch ziemlich deutlich dann für morgen in einer Woche den Hochdruckschwerpunkt nordwestlich von uns, ein recht kräftiges Hoch. Das deutet sich recht einheitlich an und dahin tendiert im Großen und Ganzen auch das GFS-Wettermodell. Die Frage wird natürlich sein, liegen wir mehr ein bisschen an dem Hochdruckgebiet oder mehr an dem Tiefdruckgebiet, was so über dem Nordwesten Russlands, Skandinavien liegt, liegen wir etwas mehr an dem Tiefdruckgebiet. Das heißt natürlich, inwieweit richtet sich die Strömung eher nordwestlicher oder nördlicher aus oder inwieweit gibt es eben auch mal Schauer aus Nordwesten oder es bleibt eher trocken. Insgesamt sind solche Nordwestlagen am Rande des Hochs aber nicht besonders niederschlagsreich in den meisten Fällen. Ja, es deutet also vieles auf kühle Luft hin. Schauen wir uns mal die Abweichung aus dem ECMWF-Wettermodell an, denn da sehen wir das nochmal ganz gut. Das ist jetzt aus dem ECMWF-Hauptlauf und wir sehen nochmal den Hochdruckschwerpunkt weiter nordwestlich, wie am Rande des Hochs an der Westflanke sehr warme Luftmassen weiter nach Norden verfrachtet werden. Ja, und weiter eben an der Ostflanke des Hochs bis von Skandinavien bis nach Mitteleuropa rein doch relativ kühle Luftmassen ganz Deutschland fluten sollen. Wir sehen diese blauen Farben, das heißt, die Temperaturabweichung ist negativ. Das heißt, es wäre für die Jahreszeit doch relativ kühl bzw. unterkühlt für die Jahreszeit. Das zeigt diese Karte ganz gut und wie gesagt, es kommt darauf an, wie nah wir wirklich an dem Hoch noch liegen oder wie nah wir an dem Tief liegen. Wenn sich das Hochdruckgebiet eben eher durchsetzen würde, der Wind ist recht schwach und dann in eingeflossener kühler Luft, dann könnten auch die Nächte doch ziemlich frisch werden. Und wie gesagt, es ist ja auch Thema, wann beginnt die Heizperiode. Ich will jetzt unbedingt nicht sagen, dass jeder zu Hause sofort die Heizung anschmeißt, aber gerade ja, Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Pflegeheime, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die bei so einer Wetterlage dann durchaus eben schon heizen werden. Ja, schauen wir uns dazu noch mal ein paar Diagramme an. Ich habe mal für Köln hier die Temperatur in 1500 Meter. Da sehen wir immer ganz gut die Luftmassenverteilung bzw. wie sich die Luftmasse entwickelt. Wir sehen noch mal diesen Peak, dass zumindest in der Höhe es noch mal wärmere Luft zu Wochenbeginn schafft. Dann aber doch ein deutlicher Absturz in der zweiten Wochenhälfte, dass es hier in 1500 Meter nur noch so auf 0 bis 5 Grad geht. Das ist eben schon recht frische Luft, die uns da wohl aus dem Norden erreicht. Und wir sehen auch, da ist nicht mehr so riesig die Bandbreite. Also richtig warme Lösungen, die sind da nicht mehr dabei. Wenn wir uns dazu die 2 Meter Temperatur, also das, was wir auch an Temperatur hier unten wirklich dann erleben und fühlen, schauen wir uns das auch mal für Köln an. Wir sehen schon ganz gut hier mal gestartet ab nächste Woche Donnerstag dann, ja, dass die Temperaturen, die Temperatur von keinem der 50 Lösungen beziehungsweise nur anfangs ganz vereinzelt mal über 20 Grad gerechnet wird. Die meisten Lösungen liegen eher so zwischen 15 und beziehungsweise unter 20 oder sogar nur so um 15 Grad und nachts durchaus Möglichkeit, dass es auch auf unter 10 Grad abkühlt. Wenn wir uns das für Berlin anschauen, eher noch ein Ticken frischer als Köln dann, nicht ungewöhnlich. Sehen wir auch hier, da gibt es praktisch keine Lösung mehr im Verlauf dann der nächsten Woche, die 20 Grad tagsüber zeigt. Die meisten Lösungen pendeln eher so um bzw. etwas über 15 Grad. Ja, und auch nachts gibt es eben durchaus die Möglichkeit auf einstellige Tiefstwerte. Also es deutet momentan heute Morgen vieles darauf hin, dass es eben nach diesem kurzen Luftmassengerangel nächste Woche nach der Luftmassengrenze eher Mitte Süden von Deutschland sich doch deutlich kühlere Luftmassen durchsetzen und erstmal nichts mehr mit sommerlichen Werten oder gar Hitze in Sicht ist im Verlauf der nächsten Woche. Naja, wir bleiben mal dran. Ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Wünsche damit ein schönes Wochenende. Bis dann und ciao.